So, ich lasse jetzt einfach mal so ein, bisschen mitlaufen und wir laufen hier einfach mal jetzt direkt um die Alza. Man sieht doch schon einige Leute unterwegs, manche. Wir müssen mal ganz nach vorne, wir können die einmal im Schrei laufen lassen. Ja, das ist wohl wahr. Da hat wir haben hier eine Passantin. Anno versus Acta, aber No Acta steckt mit drin. Von daher sehr schön. Aber sie hat gerade den Vorschlag gemacht, wir sollten uns im Vorfeld positionieren, um die Menge aufzunehmen. Ja. Menschen werden, wa? Hier, Bilderberger Scholz, kann mal rauswinken. Ja, Menschen sind wach, und werden immer wacher. Sehr gut. Sehr schön. Ja, manche Menschen gucken in die Menge rein. So, ich bin mal so ein bisschen jetzt hier von der Straße weg und will hier mal so ein bisschen die... Es ist doch schon eine größere Menschenmenge, so ist es nicht. Doch schon etwas mehr. Das sah eben auf dem Rathausmarkt gar nicht so aus. Und von daher, einzelne Menschen verteilen Infomaterial. Ich nehme einfach, warte mal, gib mir das mal hier so. Danke. Und oh, Bündnis 90. War die nicht auch für Hartz IV? Nee, ja. Doch, hängt ja alles miteinander zusammen. Wir kommen ja gar nicht drum herum. Ja, mit der Schieflage hast du recht, da bin ich bei dir. So, genau. Also es ist eigentlich doch schon eine ganz, ganz gute Menschenmenge. Hier ist das Ende, okay. Ja. Okay. Ja. Ja, wir sehen engagierte Bürger, die das alles mitverfolgen. Sehr gut, sehr gut. Es ist so ein bisschen, okay, ein bisschen metalmäßige Musik unterwegs. Wir müssen mal ein kleiner Schwenk zur Alster. So sieht es aus, wenn nichts los ist. Das ist die eine Seite. Und wenn ich jetzt umschwenke, haben wir die andere Seite der Medaille. Okay. Sorry. Genau, Scheiß Akta, Revolution, so muss das sein. Hier hauen sich Menschen gemütlich ihren Kaffee und ihr Mittagessen rein. Ja, es gibt auch noch Menschen, die genüsslich ihren Mittag und ihr Kaffee genießen können. Aber im Großen und Ganzen schon revolutionäre Stimmung, sehr gut, sehr schön. Und ja. Es ist wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer, und ja, sehr gut, sehr schön. Ja, so, wir machen jetzt mal, also, wir haben hier unzählige Menschen, die sich
unzählige Menschen, die sich engagieren. Und ich mache mal den Schwenk zu den Leuten, die jetzt gemütlich ihren Kaffee hier trinken und denken, was ist hier los? Tja, im Café herrscht noch keine Revolution, aber ansonsten ist hier einiges in Gange. Okay. Ja. Sehr schön. Menschen sind unterwegs. Mit das Wichtigste. Ja, hier, guck mal. Ist das jetzt Mainstream oder was ist das? Ja, da sind die Medien wieder ganz groß. Und im Endeffekt bescheißen sie uns sowieso nur. Von daher Hamburg 1. Ja. Ich gehe hier mal von Kameramann, zum Kollegen. Moinsen. Hamburg 1, was sagen Sie zu der Entwicklung in der Welt? Also zu der Entwicklung, dass das so viel Aufmerksamkeit findet, dieses Thema, das ist großartig. Und natürlich wäre es schön, wenn dann irgendwie das auch was bewirken würde und das tatsächlich ausgesetzt wird, das Abkommen. Und ja, das wünsche ich mir. Ich bin auf der Seite der Demonstranten auf jeden Fall. Das finde ich sehr schön zu hören. Ich danke dir dafür und ich hoffe auch, dass du sozusagen deine positive Meinung innerhalb des Medien-Mainstreams ausleben kannst. Danke. Ja, schon doch einige. Oh, hier, guck mal, da, ja, Polizei. Okay. Es sind doch schon einige hier unterwegs. Trotzdem wenig, aber okay. Es geht nicht. Ja. Nicht so viel. Ja. So, ich gehe hier noch mal ein bisschen rüber. So, wir haben hier einfach mal als kleines Gegenkontrastprogramm die ruhige Alster, Skateboardfahrer, Zuschauer. Und auf der Straße laufen Menschen. Ja. Auf der Straße laufen Passanten. Doch, einiges. Ja. Und für die Passanten, die Augen laufen, wir haben eine Homepage, da brauchen wir ganz mehr dafür. Stopp-Akta-Hamburg.de. Stopp-Akta, ein gutes Motto. Wir haben hier zwei Passanten. Darf ich Sie einfach mal zwischendurch fragen, was ist Ihr persönlicher Eindruck von dieser Demonstration? Do you speak English? Okay. What's your impression about this demonstration here? No opinion. Okay, no problem. But in my opinion, it's the big problem that most of the people don't have an own opinion. So think about it. Ja, wie wir eben die beiden Herrschaften sozusagen gesehen haben, keine eigene Meinung. Keine eigene Meinung ist genau das Problem. Menschen haben keine eigene Meinung. Sie stehen nicht zu ihrem Leben, sondern lassen sich verarschen. Und das ist genau das Problem, warum wir unter anderem heute hier sind, gegen dieses Thema ACTA und ansonsten auch gegen die ganze Verarsche, die so abläuft. Bringt übrigens Eier mit zum Zapfenstreich, wenn Wulff nochmal aus dem Amt gekehrt wird. Einfach nochmal so als Idee, warum nicht? Und Menschen werden verarscht. Die Menschen, die hier langlaufen, werden nicht verarscht. Zumindest lassen sie sich nicht mehr verarschen. Und das ist auch gut so. Ja. Ihr beiden Hübschen, seid mir nicht böse, wenn ich, sorry, ach so, okay, kein Ding. Okay, ich stehe jetzt hier gleich einfach so mal bei zwei Leuten hier am Rand. Was ist euer Eindruck von dem Ganzen? Habt ihr eine Meinung irgendwie dazu? Okay, ja, ist positives Feedback. Ich muss mich so rumdrehen, damit ich die beiden nicht mehr ins Bild kriege. Gerne.
Okay, also positiv eher der Eindruck. Positiv der Eindruck. Menschen sind unterwegs, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, wir sehen hier einen Blick auf die Alster. Ruhiges Wasser. Ruhiges Fahrwasser. So, und auf der anderen Seite Demonstration, eigene Meinung, eigene Standpunkte. Das heißt, es ist wie in der Welt. Zwei Seiten in einer Medaille, zwei Seiten auf einer Kugel, auf einer Weltkugel. Es gibt die Herrschenden, es gibt die Sklaven. Ja, bist du Herrschender? Eher nicht. Also bist du Sklave. Also wach auf. Hübsche Frauen tanzen auf Bänken. Menschen sagen ihre Meinung, sehr gut, sehr schön. Ja. Stimmt, ja, danke für den Tipp, gute Idee. Hier haben wir unter anderem Sklaven, die direkt aus dem Fenster gucken müssen, weil sie nicht raus dürfen. Das haben wir hier. Wir laufen jetzt an den Hotels vorbei an der Alster. Dienen für die Reichen und nicht raus dürfen. So ist das. Ja. Wir haben einen kleinen Chor, sehr gut. Scheiß auf ACTA. Das würde ich glatt mitsingen jetzt. Sehr gut. So, und jetzt mache ich nochmal wieder so einen Schwenk. Die ruhige Alster, ruhige See, ruhige Gewässer. Wake up! Und das ist Guantanamo, der hier läuft. Sehr gut. So, okay. Wir haben hier engagierte Menschen, Ladies in Schwarz, fast schon Tango-Ladies. Okay, das war ein interner, aber das macht nichts. Hinterfragt ihre Antworten, hinterfragt ihre Wahrheiten. So ist das. Wenn du nicht hinterfragst, bist du der Gearschte. Selbst wenn du hinterfragst, bist du im Endeffekt verarscht. Aber zumindest hast du nochmal gefragt und die Möglichkeit gehabt, dir selbst eigene Gedanken zu machen. Also, think about it. Ja. So, wir haben einzelne Plakate, ACTA sehe ich da, was sehe ich dann noch, kann ich jetzt gerade nicht lesen, ACTA, keine Ahnung, kann ich nicht lesen jetzt. Ja, hier, scheiß Parteiflaggen geistern hier auch wieder rum. Make copies, not war. Ja, in die Richtung läuft die Zukunftsentwicklung irgendwie. Und ich schwenke hier mal auf die nächsten Plakate. Stopp ACTA sehe ich hier. Stopp ACTA. Da ist eine Pauli-Flagge, Piraten, okay. Das. Eigentlich so einiges an Ideen unterwegs. Und ja, genau, ich bin mein eigener Mensch. Eine kluge Aussage eines Kindes, Kinder sind unsere Zukunft, hört mal drauf. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Ja. So, wir gehen jetzt hier um die Kurve, um die Alster. Und ja, viele Menschen, einfach mal so als Beispiel, irgendwie anscheinend, sie sind erstaunt, was heute hier los ist. Sie wissen gar nicht warum, wofür. Dabei sind wir auch für sie heute hier. Aber gut.
jetzt wieder Sprechchor, Akta, okay. Okay, da haben wir die Alza. Wir gehen hier jetzt so um diese Kurve rum. Und ja. Ja. Eigentlich eine gute Geschichte. Jetzt läuft hier zwar scheiß Mainstream-Musik, aber egal. Oh ja, doch, wenn man jetzt mal so guckt, ich zoome mal so ein bisschen einfach nur. Schon eine ganze Menschenschlange, also schon gar nicht verkehrt. Sah eben noch ein bisschen weniger aus, das ist aber schon doch eine ganze Ecke jetzt. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Wir sehen auch hier Anonymous unterwegs. Heute auch mal schwarze Masken. Okay, ich weiß nicht, schwarze Masken, sind das nur die Tango-Ladies oder hat es eine Bedeutung? Think about it and sucht selbst mal die Infos. So gesehen ist das gut. Wir haben hier wirklich eine ganze Reihe von Menschen, die aufstehen, ihre Meinung sagen. Und das ist gut so. Yeah. Sehr gut. Fahrradfahrer schieben ihr Rad und genießen die Atmosphäre der Demonstration. Sehr schön. Sehr gut. Ja, auf der Alza ist es ruhig. Auf der Alza ist es ruhig. Oh, es kommt eine Passantin auf mich zu. Ich weiß nicht, was sie möchte. So, ich unterbreche jetzt. Wir werden unsere weiteren Videovorbereitungen jetzt vorbereiten. Und ich sehe hier, mir wird ein Flyer vor die Nase gehalten. Ich kann das noch nicht erkennen. Ich werde ihn nochmal ranzoomen. Du willst, ich muss das nicht über Display lesen, das kann ich das nicht. Du willst, dass sich endlich etwas ändert? Du bist nicht allein. Wir sind viele. Finde uns im Netz. Schließ dich an. Du bist Anonymous. Ja. Yeah. Und jetzt mache ich mir aus und wir gucken mal nach vorne.